Also, jetzt geht es weiter mit der Vorstellung der Preisträgerprojekte des Ideenwettbewerbs Internationales Forschungsmarketing 2019. Das war insgesamt die vierte Runde dieses Ideenwettbewerbs. Und insgesamt wurden bisher 19 Preisträger und Preisträgerinnen geehrt in dieser Reihe. Und in diesem Wettbewerb, den Sie gleich, die Preisträgerinnen und Preisträger werden Sie gleich hier live erleben, gibt es 8 Preisträger. Das ist eine Verdopplung zu dem Wettbewerb von 2017, alle 2 Jahre. Und 2 Institutionen sind bereits zum zweiten Mal ausgezeichnet worden, die Universität Erlangen-Nürnberg und die Universität Münster. Und in diesem Ideenwettbewerb 2019 gibt es auch noch eine weitere Besonderheit. Die TH Deggendorf ist die erste Hochschule für angewandte Wissenschaften, die einen Preis in diesem Ideenwettbewerb gewonnen hat. Wir können natürlich hier keine Preisverleihung vornehmen und wollen das auch gar nicht. Diese Preisverleihung wurde aufgrund der Corona-Pandemie verschoben und wird in feierlichem Rahmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung voraussichtlich Ende 2020 nachgeholt. Dazu erhalten Sie rechtzeitig Informationen. Wir freuen uns jetzt gemeinsam darauf, dass Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, Ihre Erfahrungen von Work in Progress, Ihre Ideen uns hier vorstellen. Und für alle Teilnehmerinnen, die hier angemeldet sind, Sie haben im Anschluss an diese Vorstellung der einzelnen Preisträger die Gelegenheit, mit den Vertretern der Institutionen ins Gespräch zu kommen. Bleiben Sie online. Okay, genug der Vorrede. Wir starten mit dem ersten Preisträgerprojekt. Und zwar ist das das Projekt der Universität Freiburg. Und zwar Freiburg Rising Stars Academy. Und ich freue mich auf Frau Stempfle-Eberl. Herzlich willkommen, Frau Stempfle-Eberl. Wunderbar. Sie haben Ihr Mikro an, dann haben Ja, Sie die jetzt habe ich Bühne. an, ne? Wunderbar, Bühne frei für Sie. Ja, herzlichen Dank und für die kurze Einführung. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute unser Konzept näher bringen darf in einer Kurzpräsentation, die Freiburg Rising Stars Academy, die aus 3 Modulen besteht. Auf diese Module werde ich gleich kurz nacheinander eingehen. Vielleicht vorab, wer sind für uns die Rising Stars? Das ist unsere internationale Zielgruppe. Also internationale Nachwuchstalente auf dem Niveau von erfahrenen Promovierenden oder Postdocs. Hierzu haben wir also diese 3 Module konzipiert. Das erste ist die Rising Stars Conference. Ziel ist es hier, bei dieser Konferenz ein Szenario zu schaffen, in dem die Rising Stars und ihre Freiburger Peers vorab definierte wissenschaftliche Fragestellungen bearbeiten und Probleme diskutieren können. Das beginnt in einem virtuellen Rahmen und wird dann fortgeführt und weitergeführt dann bei der tatsächlichen Konferenz in Freiburg, die dann für mehrere Tage stattfinden wird. Ja, jede dieser Rising Stars, maximal 30 werden es sein, werden über ein Bewerbungsverfahren einem Freiburger Team zugeordnet. Und diese Teams werden dann angeleitet von erfahrenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen aus Freiburg. Um das Ganze ein bisschen spannend zu gestalten, haben wir das Rising Stars in Residence Programm als zweites Modul dazugefügt. Hier konkurrieren dann die einzelnen Teams, das werden etwa 10 bis 15 Teams sein, um die Teilnahme in diesem Residence Programm. Die Preisträger, die Gewinner werden dann im Laufe der Konferenz ermittelt von einer Fachjury und einem Fachpublikum und dann wieder nach Freiburg eingeladen für einen längerfristigen Forschungsaufenthalt. Das wird dann ein eher kleiner und ausgewählter Personenkreis sein von etwa 3 bis 5 Personen. Ja, das dritte Modul ist Connecting Rising Stars. Hier wollen wir eine Kommunikation zwischen allen Akteuren, Akteurinnen und Beteiligten in der Academy ermöglichen, und zwar schon während der Projektphase, aber auch dann vor allem auch darüber hinaus, um hier nachhaltige Kontakte zu den Rising Stars zu schaffen. Dazu gehört dann zum Beispiel eine Online-Plattform, auf der wir die einzelnen Projekte und die Projektbeteiligten dann vorstellen, die Teams vorstellen können, aber dann auch eine nachhaltige Kommunikation, zum Beispiel über regelmäßige virtuelle Fachworkshops, die dann interdisziplinär angelegt sein können. Unser Augenmerk bei dem Antrag und auch bei dem Konzept lag auf insgesamt 3
Interessensgruppen, die ich hier kurz darstelle. Das sind zum einen die Freiburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dann unsere internationalen Nachwuchstalente, die wir nach Freiburg holen möchten mit der Academy, und das universitäre Forschungsmarketing. Die Idee war nun, hier Mehrwert zu ermitteln für jede dieser Interessensgruppen und den dann auch durch die Academy zu schaffen. Ich nenne jetzt einfach mal beispielhaft einige dieser Mehrwerte, die wir dann ermittelt haben und denen wir gerecht werden wollen. Für unsere Freiburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler war das ganz zentral, denn ohne diese Gruppe funktioniert es nicht. Wir brauchen hier die Bereitschaft zur Beteiligung, das Engagement, und uns war wichtig, dann eben auch einen entsprechenden Nutzen und einen Mehrwert gegenüberzustellen. Da gab es viele Diskussionen, Gespräche, Dialoge, und was man hier jetzt nennen kann, sind beispielhaft eben der Ausbau oder der Aufbau von internationalen Kooperationen oder auch der Zugang zu einem spannenden und hoffentlich auch interessanten Fachkräftepool. Diesen Fachkräftepool können wir nur dann zur Verfügung stellen und auch mit unserem Programm erreichen, wenn wir den Mehrwert für die internationale Zielgruppe im Auge behalten. Da haben wir dann uns bei der Ermittlung dieses Mehrwerts auf eine DAAD-Umfrage gestützt aus dem Jahr 2019. Da ging es um die Ermittlung von Faktoren, die dazu beitragen, dass internationale Nachwuchswissenschaftler auch international mobil sein möchten. In dieser Umfrage wurden dann die Faktoren Zugang zu Forschungsinfrastrukturen ermittelt, die vielleicht an der Heimateinrichtung, an der Heimatuniversität nicht zur Verfügung stehen, der Zugang zu Karrierechancen oder auch der Ausbau beruflicher Netzwerke. All das, denke ich, können wir mit unserem Konzept dann auch erreichen und bieten für die ausgewählten Rising Stars. Ja, last but not least, auch wir im universitären Forschungsmarketing haben natürlich eine Erwartungshaltung und versprechen uns einen Mehrwert. Neben der internationalen Sichtbarkeit, die wir erreichen werden, geht es hier natürlich auch um den Ausbau von Netzwerken. Und hier vielleicht Fokus auch auf die universitätsinternen Netzwerke. Also hier geht es darum, die Wissenschaft mitzunehmen und dort nochmal mit einem erfolgreichen und schönen Konzept auch Akzeptanz für das Thema Marketing zu schaffen und auszubauen, wo es vielleicht noch nicht so stark vorhanden ist. Ja, das war ein ganz kurzer Überblick, mit dem ich Sie hoffentlich neugierig machen konnte. Ich freue mich auf Ihre Fragen und auch vielleicht auf Diskussionen dann später im Nachgang. Und an dieser Stelle, trotz der Zeitknappheit, noch ein ganz dickes Dankeschön an alle Projektbeteiligten in Freiburg. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen. Danke für die Ideen, die Diskussionen, das Engagement vorab schon. Und ich freue mich mit euch gemeinsam dann auf das Projekt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Stempfle-Eberl, erstmal für den kurzen Eindruck. Wir haben ja extra ganz kurze Slots vorgesehen, um die anderen neugierig zu machen, wie Sie sagten. Möchte jemand eine Frage an Frau Stempfle jetzt direkt stellen? Dann bitte Ihren Namen in den Chat schreiben und dann können Sie Ihre Kamera aufschalten und Ihr Mikro anschalten. Während wir warten, Frau Stempfle-Eberl, habe ich eine erste Nachfrage. Sie haben ja in dem ersten, diese Rising Stars Conference ist ja eine virtuelle Komponente, wie Sie eben gesagt haben. Wie stellt sich denn jetzt sozusagen in diesen Zeiten jetzt die weitere Planung dar? Also haben Sie da schon andere Schritte? Worauf setzen Sie? Denn das treibt uns ja alle im Moment um. Ja, also zuallererst haben wir natürlich jetzt durch diese Herausforderungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht schon zu Beginn festgestellt, wir können sicher schon die ersten Meilensteine nicht erreichen. Da ging es zum Beispiel um die Auswahl dann der Teamleiterinnen und Teamleiter. Da hat aber dankenswerterweise dann auch die DFG proaktiv ja agiert und hat uns eine Projektlaufzeitverlängerung in Aussicht gestellt, sodass ich sagen kann, wir starten zwar später, erhoffen uns aber tatsächlich dann, dass die internationale Mobilität, die wir brauchen, in dem Projekt bis dahin wieder möglich sein wird, wenn dann tatsächlich die Konferenz stattfindet. Im Vorfeld wird ganz viel virtuell passieren. Das war von Anfang an eigentlich auch so geplant, dass diese Teams, die sich dann bilden werden aus den Freiburgern und den internationalen Nachwuchstalenten, schon vorab an diesen wissenschaftlichen Fragestellungen gleich mal auf virtueller Ebene zusammenarbeiten können. Insofern hoffe ich schon, dass der Impact jetzt nicht allzu groß ist, dadurch, dass wir
eine Laufzeitverlängerung bekommen haben. Ja. Es gibt nur eine Frage im Chat, sehe ich gerade. Wie viele Personen, Stellen stecken hinter der Rising Stars Academy? Ja, also das ist eine super spannende Frage. Also im Prinzip ist das das internationale Forschungsmarketing am IU. Das ist zunächst mal meine Stelle und dann aber ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die, es wurden keine Stellen extra geschaffen, das kann man vielleicht dazu sagen. Das sind tatsächlich dezentrale und zentrale Stellen an der Universität, ganz unterschiedlich von Presseöffentlichkeitsarbeit natürlich, Studierendenmarketing, aber auch in den Profilfeldern. Also wir haben 2 der insgesamt 8 universitären Profilfelder, nehmen wir bei dieser Phase jetzt am Anfang mit. Und das Team insgesamt sind nachher, muss ich mal wirklich schätzen, zwischen 10 und 12 Leuten, die unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Koordiniert wird das Ganze bei uns im International Office, wo auch das internationale Forschungsmarketing an der Uni Freiburg angesiedelt ist. Vielen Dank. Das treibt ja auch viele um. Wie macht, kann man das personell Ja. auch stemmen? Vielen Dank für die ersten Antworten. Und wie gesagt, Sie haben nachher die Möglichkeit, Frau Stempfle-Ebler noch weitere Fragen zu stellen. Vielen Dank Ihnen, Frau Stempfle. Bis Sehr nachher. gerne. Und ich freue mich jetzt auf die zweite Preisträgerinstitution. Und zwar ist das die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mit ihrem Projekt FAU President's Welcome Award. Und Frau Mangelkramer ist schon da. Herzlich willkommen, Frau Mangelkramer. Wir freuen uns auf Ihren kurzen Input. Ja, können mich alle hören und sehen? Ich glaube, ich selbst kann mich gerade hören und sehen. Das ist gut. Ja, liebe Frau Liesberg-Haag, vielen Dank für die nette Einführung. Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, um Ihnen unser Gewinnerprojekt The President's Welcome Award vorzustellen. Wir hatten uns mit dem Projekt um die kleine Förderung der DFG beworben. Das ist ja die Förderung in Höhe von 25.000 Euro. Vielleicht ganz kurz zu unseren Vorüberlegungen. Wir haben hier am Standort Erlangen-Nürnberg einen sehr starken Forschungsfokus auf den Bereich Digital Health und KI in der Gesundheit oder in der Gesundheitsversorgung und Medizin. Und das ist auch der Grund, warum wir von der Bayerischen Staatsregierung im Zuge der Hightech-Agenda Bayern zum KI-Gesundheitsknoten ernannt worden sind. Damit einhergehen neue Professuren, neue Positionen für Doktorandinnen und Doktoranden. Und die möchten wir natürlich auch sehr, sehr gerne mit tollen Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforschern aus aller Welt besetzen. Aber wie es eben ist in einem Markt wie KI, der sowieso total hart umkämpft ist, die besten tollen Nachwuchsforscherinnen und Forscher muss man erstmal bekommen. Und deswegen haben wir gedacht, da reicht es vielleicht nicht aus, wenn Erlangen-Nürnberg ein toller Standort mit einer hohen Lebensqualität ist. Nein, sondern wir müssen die Anreize vermutlich noch ein bisschen erhöhen. Und so haben wir uns überlegt, was sind denn die Showstopper üblicherweise für Kandidatinnen und Kandidaten ins Ausland oder nach Erlangen zu kommen. Und da ist es natürlich zunächst mal so eine kulturelle Barriere. Man hat Angst, vielleicht im Ausland sich dann dort nicht gut einzuleben oder wer hilft mir, wenn ich nicht zurechtkomme. Und ein wichtiger Punkt ist auch das Thema Unterkunft. Wo kann ich wohnen? Wie ist der Wohnungsmarkt vor Ort? Kann ich mir eine Wohnung überhaupt leisten? Und diese Themen haben wir so ein bisschen aufgegriffen, haben eine Kooperation geschlossen mit einem lokalen Apartmentkomplexbetreiber, dem Brooklyn, das uns in einer großzügigen Spende Mietkosten sozusagen als Spende zur Verfügung gestellt hat, sodass wir 6 Wohnungen im Moment zur Verfügung haben, die wir an Bewerberinnen oder Bewerber, die ihre wissenschaftliche Karriere im Bereich KI in der Gesundheit an der FAU in Erlangen beginnen möchten, zur Verfügung stellen können. Das heißt, die wohnen ein Jahr kostenfrei hier in Erlangen. Unser Welcome Center kümmert sich sozusagen rund um die Uhr, um diese Kandidatinnen und Kandidaten. Und was vielleicht noch viel wichtiger ist, unser Präsident, Professor Hornecker, ist quasi der persönliche Mentor dieser 6 Kandidatinnen und Kandidaten. Das heißt, er hat einen quartalsweisen Showfix mit ihnen. Er kümmert sich persönlich um ihren Forschungsfortschritt. Er gibt eine President's Reception, also eine Art Empfang, bei dem auch wichtige Persönlichkeiten hier aus der Industrie vor Ort, also Siemens, Adidas und Schaeffler, eben aus den lokalen Großunternehmen, aber eben auch aus den außeruniversitären Forschungseinrichtungen hier vor Ort, unseren Fraunhofer-Instituten, unserem Max-Planck-Institut, eingeladen werden, damit die Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher ihr Netzwerk hier vor Ort schon mal kräftig ausbauen können. Ja, und wenn das alles toll geklappt hat und die sich hier wohlfühlen, dann wollen wir natürlich auch, dass andere Forscherinnen und Forscher
in aller Welt davon erfahren. Deswegen führen die 6 Kandidatinnen und Kandidaten einen eigenen Videoblog, für den werden sie professionell gecoacht von unserem Vlogger, dem Dani Kromm, der auch den FAU-Vlog betreut. Und wir hoffen natürlich auch, dass Sie Spaß dran haben, diesen Videoblog aufzunehmen. Sie kriegen so eine Art Druckbetankung in Sachen Wissenschaftskommunikation, damit Sie auch Ihre Forschung und Arbeit vorstellen können und damit Sie einen Einblick geben können in mein erstes Jahr Leben und Forschen in Deutschland, in Erlangen. Ja, und wir hoffen, das ist ein hoher Anreiz und dann auch eben gegebenenfalls, die bringt andere Forscherinnen und Forscher ebenfalls auf die Idee, sich hier Richtung Erlangen-Nürnberg zu bewegen. Da würden wir uns natürlich sehr freuen. Ja. Vielleicht an der Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die an diesem Konzept mitgewirkt haben. Das ist natürlich unser Welcome Center, das sind aber auch unsere wichtigen Partner, natürlich der Apartmentkomplex Brooklyn, die uns diese großzügige Spende zugedacht haben und all die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dann als Doktorväter und Doktormütter für diese jungen Nachwuchsforscherinnen und Forscher zur Verfügung stehen. Ja, und ein Dank an die DFG übrigens auch für die Projektlaufzeitverlängerung, denn im Moment, bedingt durch die Corona-Pandemie-Situation, ist das Thema Einreise in Deutschland oder sich bewerben in ein anderes Land ja gar nicht so einfach zu handeln. Und deswegen sind wir froh, dass wir ein bisschen später starten können. Wir rechnen damit, dass wir im Spätsommer beziehungsweise im frühen Herbst dann starten. Ja, herzlichen Dank an Sie alle fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe Sie auch ein bisschen neugierig machen können. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank, Frau Mangel-Kramer, erstmal für den ersten Überblick über das Projekt und deshalb auch die Frage an die Teilnehmenden, die Eingeloggten. Wer von Ihnen möchte gern direkt Frau Mangel-Kramer jetzt eine Frage stellen? Dann bitte den Namen in den Chat und dann können Sie Ihre Kamera und Ihren Ton anschalten, damit wir Sie auch sehen oder nur den Ton, wenn Sie mögen. Das entscheiden Sie natürlich selbst. Ich schaue noch mal rein und Frau Mangel-Kramer, ich habe eine erste Frage. Sie haben jetzt ja unheimlich viele Partner genannt, innerhalb der Hochschule und außerhalb der Hochschule. Wie würden Sie das sagen? Man spricht ja auch vom Mehrwert nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Wie würden Sie denn den Mehrwert überhaupt schon bei der Planung des Projekts beschreiben jetzt? Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass man so ein Projekt natürlich ja nicht im stillen Kämmerlein plant, sondern man versucht sich ja Unterstützung zu holen und da, ob das das Welcome Center ist, ob das, sag ich mal, die Leute sind, die Buddy-Programme betreuen, ob das die Leute sind, die jetzt letztlich dann im wissenschaftlichen Bereich an KI forschen und sagen, ja, ich bin ein potenzieller Doktorvater, eine potenzielle Doktormutter, mit denen bespricht man das alles, man kommt da auch enger zusammen. Das Thema Forschungsmarketing ist nicht über in allen Köpfen, auch innerhalb der Universität, so gut verankert, wie man sich vielleicht wünschen möchte, obwohl ich sagen muss, dass wir eigentlich da, glaube ich, ganz okay aufgestellt sind. Also die Wahrnehmung ist eher eine positive, sodass die Leute auch offen sind. Aber natürlich kannst du auch dein eigenes Netzwerk viel besser ausbauen. Wenn ich das nächste Mal was will oder wenn der das nächste Mal was von mir will, dann kennt man sich schon. Mittlerweile ist man dann auf du und du, auch mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und es macht super viel Spaß einfach auch. Ich sehe noch eine Frage im Chat. Ist der Aufenthalt auf ein mietfreies Jahr begrenzt oder geht es danach weiter? Also das kostenfreie Wohnen sozusagen ist auf ein Jahr begrenzt. Diese Wohnungen stehen uns länger zur Verfügung, aber wir möchten die eigentlich jedes Jahr neu vergeben als so eine Art Starter-Paket. Ja, also wir hoffen dann darauf, also natürlich die Leute haben dann ja vor Ort auch eine Doktorandenposition, das heißt, die sind natürlich entlohnt und wir hoffen, dass die in einem Jahr dann quasi ihr persönliches Netzwerk so festigen haben können und sich auch in der Region gut genug auskennen, um dann eine eigene Unterkunft, eine eigene Wohnung zu finden. Aber selbstverständlich können die länger hier bleiben und ihre Promotion hier abschließen. Nur das Wohnen, das kostenfrei gilt eben nur für ein Jahr. Okay. Ja. Wenn ich jetzt nichts weiter im Chat sehe, im Moment taucht keine weitere Frage auf, dann sage ich an dieser Stelle erstmal vielen Dank, Frau Mangel-Kramer. Gerne. Auch Sie stehen nachher für weitere Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, dass Sie jetzt bei uns waren. Und jetzt darf ich die nächste Preisträgerinstitution ankündigen. Und zwar ist das die Universität Siegen. Und zwar mit Ihrem Projekt Pop-Up University Siegen at Tulsa. Und ich freue mich, Frau Katharina Sommer begrüßen zu können. Da ist sie schon. Wunderbar, Frau Sommer. Wenn Sie on sind, kann ich meine Kamera abschalten und wir freuen uns auf Ihren Input. Ja, auch. Noch kurz, bis es lädt. Ja, von mir auch einen schönen guten Morgen aus Siegen. Ich darf Ihnen heute kurz unser Projekt The Pop-Up University Siegen at Tulsa vorstellen.
Und ich glaube, der Übergang ist ganz passend. So wie ich jetzt gerade auf Ihrem Bildschirm aufgetaucht bin, so wird die Universität Siegen bei der Partnerhochschule in Tulsa, Oklahoma zu Gast sein. Tatsächlich ein Pop-up. Die Partnerschaft zwischen Siegen und Tulsa besteht schon sehr, sehr lange. Das ist mit einer der ältesten Hochschulpartnerschaften, die wir haben. Und im Student Exchange, Staff Exchange, also Faculty Exchange, gibt es schon sehr, sehr lange sehr gute Kooperationen. Und wir haben überlegt, wie können wir es jetzt schaffen, einen neuen Impuls für die Forschungskooperationen im ganz Besonderen zu setzen, dass wir in dem Bereich nochmal uns wirklich verstärkt engagieren können mit unseren Partnerhochschulen. Und wir haben dann überlegt, dass wir ein gutes Konzept aus dem Bereich Retail einfach mal für eine Hochschule adaptieren. Sie kennen vielleicht Pop-up-Stores oder auch Pop-up-Restaurants. Und wir haben uns überlegt, was in der großen, weiten Welt wie New York oder Tokio oder Berlin funktioniert. Das adaptieren wir dann mal für eine Hochschule in Siegen. Und das bedeutet tatsächlich, dass wir eine Woche lang physisch präsent an unserer Gasthochschule sein werden, also am Campus in Tulsa. Wir sind zu Gast am Global Center, am Center for Global Education und werden dort als physischer Ort tatsächlich in Erscheinung treten und ansprechbar sein. Wir können unter diesem Dach der Pop-Up University sehr viele Formate miteinander vereinen und sehr viele verschiedene Maßnahmen. Wir können allgemein über den Forschungsstandort Deutschland informieren, dann natürlich im Besonderen über die Möglichkeiten an der Universität Siegen, die Forschungsschwerpunkte, die Profilbereiche der Universität Siegen, die Möglichkeiten für Promotion, für Gastwissenschaftler etc. Und das Besondere ist, wir haben ein komplettes Workshop-Angebot für Nachwuchswissenschaftler im Gepäck. Die Dekane und Prodekane aus den 5 Fakultäten bieten jeweils etwas Interdisziplinäres an, wo sich die Nachwuchswissenschaftler beteiligen können. Wir haben mit Discuss with the Deans ein eigenes Format, was dem Ganzen nochmal zur Verfügung steht, dass Nachwuchswissenschaftler oder Early Career Researchers sich eben mit den Arrivierten austauschen können. Und wir haben als Highlight dann einen Science Slam, bei dem man einen 2-wöchigen Forschungsaufenthalt in Siegen gewinnen kann. Und der große Vorteil an diesem Pop-Up-Konzept ist, dass wir das Ganze auf Social Media begleiten, dass wir das wirklich klassisch wie aus dem Retail-Bereich mit einer Kampagne begleiten wollen, Creating Buzz, so eine Art Countdown auch tatsächlich zum Runterzählen und die Aktivitäten vor Ort über Social Media begleiten wollen. Und für uns ist das Tolle daran, dass wir ein sehr flexibles Format haben, dass wir unter diesem Dach verschiedene Maßnahmen vereinen können in der Pop-Up University. Und perspektivisch sind wir sehr glücklich, dass wir ausgewählt worden sind, weil das Konzept flexibel ist und wir das in Zukunft auch an anderen Partneruniversitäten veranstalten könnten. Also wir könnten uns vorstellen, daraus eine Reihe vielleicht zu machen in der Zukunft. Und es ist geografisch nicht irgendwie gebunden, man ist komplett unabhängig. Vielleicht auch noch kurz bei uns. Wir sind sehr dankbar auch für die Verschiebung oder die Verlängerung, die die DFG uns eingeräumt hat, weil unser Konzept lebt tatsächlich von der physischen Präsenz am Campus in Tulsa, also dem wortwörtlichen Pop-up. Und so, dass wir das wahrscheinlich nur schwerlich durch virtuelle Formate ersetzen können. Und wir nehmen an, dass wir jetzt aufgrund der Reisebeschränkungen von unserem ursprünglichen Zeitplan ein bisschen abrücken müssen. Aber wir sind optimistisch, dass wir das dennoch in Kooperation mit den Partnern in Tulsa hinbekommen. Und ja, dann danke ich Ihnen eigentlich für das kurze Schlaglicht auf unser kleines Konzept. Und meine Kollegin Frau Dr. Fenn und ich stehen Ihnen dann im Nachgang sehr gerne zur Verfügung und beantworten Ihre Fragen. Vielen Dank, Frau Sommer, dass Sie uns einen kurzen Einblick gegeben haben. Es geht ja auch immer darum, so ein paar Impulse zu setzen, zu sagen, ist das auch was für meine Institution? Könnte ich mir auch sowas vorstellen? Sind meine Strukturen geeignet? Deshalb auch jetzt wieder die Frage in die virtuelle Audience hier. Gibt es von Ihnen jemand, der die eine Frage an Frau Sommer hat, entweder in den Chat die Frage direkt schreiben oder sich mit Ihrer Kamera oder Ihrem Mikro dazuschalten, dann können wir jetzt eine Frage so beantworten und nachher natürlich auch im Gespräch, wie Sie schon sagten, Frau Sommer. Sie sagten eben, Ihr Konzept lebt ja von der Präsenz sozusagen, damit Sie wirklich dort vor Ort sein können. Wie ist es denn, solches Forschungsmarketingprojekt ist ja auch von strategischer Bedeutung für die Universität. Wie ist es bei Ihnen strategisch eingebunden an der Universität Siegen?
Also wir haben bei der Konzeption großen Wert darauf gelegt, dass wir möglichst viele Akteure zusammenbringen an den Tisch. Das ist, also Frau Fenn und ich sind jetzt vom International Office, da ist das Projekt jetzt auch angedockt. Wir haben sehr schnell eben den Kontakt zu den Dekanen und Prodekanen gesucht, dass es nicht ein reines Internationalisierung oder ein reines Forschungsprojekt bleibt, dass wir da bewusst eben auf ein großes Team im Hintergrund setzen, dass auch bewusst die Universität in ihrer gesamten Bandbreite, also tatsächlich alle Fakultäten, alle 7 Forschungsschwerpunkte oder Profilbereiche, dass wir das versuchen einzubinden und tatsächlich in der gesamten Bandbreite vor Ort darstellen können. Und da ist auch der Partner TALSA für uns sehr, sehr gut geeignet. Wir haben große Ähnlichkeiten in den Forschungsprofilen und Schwerpunkten, sodass wir uns da wirklich sehr gute Anknüpfungspunkte erhoffen. Und wir sind durch die Prorektorin für Internationales auch direkt strategisch in der Universitätsleitung mit dem Projekt angesiedelt. Und ich glaube, das ist auch wichtig für alle, die ähnliche Projekte planen, dass man sowohl strategisch bis in die Leitungsebene hinein das Backing hat, als auch im Operativen und eben eine gute Zusammenarbeit zwischen Administration und Forschung. Ja, vielen Dank schon mal für diesen. Also das ist ja auch zum Beispiel ein Tipp auch für all diejenigen, die sozusagen, ich möchte mich bewerben oder ich möchte auch mal so ein Projekt aufsetzen. Vielen Dank erstmal, Frau Sommer. Wie gesagt, Sie mit Ihrer Kollegin Frau Fenn sind nachher auch, stehen zur Verfügung für weitere Nachfragen und Diskussionen. Vielen Dank Ihnen erstmal für den Moment. Und ich freue mich jetzt auf das nächste Projekt. Wir kommen nämlich jetzt nach Münster. Und zwar an die dortige Westfälische Wilhelms-Universität mit dem Projekt Münster Peace Research Prize Project. Und damit knüpfen Sie ja, Frau Hohmeier, an die Stadtgeschichte Münsters ein. Und da Sie da sind, freue ich mich. Ich heiße Sie herzlich willkommen und wir sind gespannt auf Ihren Input. Ja, ich möchte ganz herzlich aus Münster begrüßen. Ich sehe im Moment noch nicht die Präsentation. Sobald die da ist, werde ich dann auch starten. Wir sehen die Präsentation, Frau Hohmeier, die ist aufgeschaltet. Ja, wunderbar. Jetzt sehe ich sie auch und erzähle Ihnen heute etwas über unser Münster Peace Research Prize Projekt. Das ist angesiedelt im Welcome Center der Uni Münster und möchte sowohl Hintergrund als auch Ansatz, Idee und Maßnahmen schildern. Vielleicht zunächst zum Hintergrund. Das Welcome Center ist im International Office angesiedelt als Stabsstelle des Rektorats. Vielleicht können wir auf die nächste Folie springen. Und es gibt das Welcome Center seit 2014 mit aufstrebender Tendenz. Das heißt, wir entwickeln uns weiter. Haben immer schon einen großen Bereich der Gästehäuser in unserem Portfolio gehabt mit insgesamt 4 Häusern und über 100 Apartments. Das heißt, ich habe jetzt gerade auch sehr schöne Anregungen wieder vom Vortrag vorher gehört, wie man da noch mehr Synergieeffekte erreichen kann. Das Welcome Center selber hat schon Erfahrungen mit Forschungsmarketingprojekten, die inzwischen beide als Programme durch unser Rektorat bei uns etabliert worden sind. Das eine ist hervorgegangen aus dem DFG-Ideenwettbewerb 2017 mit Women in Research. Da geht es um die Rekrutierung der internationalen Nachwuchswissenschaftlerinnen, die mit Familienkomponente und Stipendien angeworben werden. Das ist weltweit sehr gut angenommen worden und wird jetzt weiter fortgeführt. Ebenso ein weiteres personenzentriertes Forschungsmarketingprojekt, nämlich die Research Alumni Strategy, die durch die Alexander von Humboldt Stiftung gefördert wurde und inzwischen auch zu einem eigenen Programm etabliert wurde. Beide Strategien greifen inzwischen ineinander. Das heißt, wir werben Nachwuchswissenschaftler, die durch gute Bindung und Beratung als Forscheralumni an uns gebunden werden. Wir legen Wert auf dieses personenzentrierte Element im Forschungsmarketing, weil sich dadurch einfach eine ganz gute und erfolgreiche Strategie verwirklichen lässt. Auf der nächsten Folie möchte ich zu den Spezifika kommen.
Wir befassen uns mit unserem Peace Research Prize im Bereich des Forschungsmarketings als Standortmarketing. Das heißt, wir haben darüber nachgedacht, wie können wir als eher unbekannter Standort in der Welt unsere historischen Wurzeln, unsere Bekanntheit nochmal vervielfältigen, indem wir auf unsere bekannten Standortkennzeichen schauen. Münster ist vielfach etabliert als Stadt des Friedens, insbesondere des Westfälischen Friedens von 1648, immer wieder mit dem Thema konfrontiert, auch mit großen Forschungsbereichen innerhalb der Universität. Wir haben das große Exzellenzcluster Religion und Politik zu Bereichen der Friedensbildung und Konfliktprävention. Zudem haben wir insbesondere natürlich jetzt im Jahr 2020 auch sehr viele friedensbewegte Veranstaltungen geplant, wie auch immer die jetzt stattfinden oder nicht stattfinden. Das Jahr steht auf jeden Fall im Gedenken auch der Friedensbemühungen nach dem Krieg. Und insofern ist das sozusagen das Moment gewesen, wo wir gesagt haben, in diesen Bereich wollen wir noch mehr rein, in den Bereich personenzentriertes Forschungsmarketing und in den Bereich Standortmarketing. Es war dann eine Überlegung, wie man das Ganze organisieren kann. Da haben wir uns angeschlossen, und das ist auf der nächsten Folie zu sehen, an den internationalen Preis der Stadt Münster. Das heißt, im Prinzip gibt es in dem Bereich friedensbewegte Projekte schon einen sehr renommierten Preis, der mit 100.000 Euro dotiert ist und alle 2 Jahre im Rathaus von Münster verliehen wird. Der Preis würdigt Personen und Gruppen, die sich praktisch engagiert haben für den Frieden. Daneben gibt es noch weitere Initiativen der Stadt, die das unterstreichen, und auch große Tagungen. In diesen Bereich wollten wir einsteigen als Universität, indem wir sagen, wir stellen neben diese eher praktische Würdigung eine Würdigung von Forschungsaktivitäten im Bereich des Friedens und haben das sozusagen ausgelobt als internationalen Friedensforschungspreis für Nachwuchswissenschaftler, der da dann heißt Münster Peace Research Prize. Es hat den Vorteil, dass wir das mit den städtischen Aktivitäten verschränken können. Wir haben sozusagen verschiedene Hoffnungen, die sich im Bereich der Synergie ergeben, dadurch, dass wir gemeinsam sozusagen unseren Standort dann auch bewerben. Ganz konkrete Maßnahmen im Projekt habe ich auf der nächsten Folie dargestellt. In einer ersten Phase wird ein kleiner Friedensforschungspreis für die Ausrichtung einer internationalen Konferenz im Bereich Friedens- und Konfliktforschung an der WWU ausgeschrieben, der dann in den Begleitveranstaltungen zu dem großen Münster-Friedenstag, dem Münster-Summit, ausgelobt wird. Der Münster Summit, der hoffentlich im Ende September stattfinden wird, beinhaltet große Podiumsdiskussionen, zum Beispiel auch mit den diesjährigen Preisträgern Herrn Tsipras und Zoran Zaev, der ehemaligen italienischen Außenministerin, die sich sehr verdient gemacht haben, um die Friedensbemühungen in Südosteuropa rund um die Balkanhalbinsel, und wird sozusagen in das große Event eingebunden, was natürlich den Vorteil hat, dass wir sowieso schon Presseaufmerksamkeit, Mediakanäle bespielen können und so mit unserer Öffentlichkeitsarbeit einsteigen in die Bereiche, die wir dann als Stadt und Universität gleichzeitig bespielen können. Das war auch schon der Überblick. Ich denke, das Wichtige ist, dass wenn man in den Bereich des Standortmarketings schaut, einfach nochmal sehr darauf achtet, welche Wurzeln, welche Pfade sind schon gegangen, wie kann sich eine Stadt profilieren mit Dingen, die
schon da sind und dann mit neuen Akzenten gefüllt, in vielfacher Synergie ausgefüllt werden. Am Ende meines Kurzvortrags möchte ich mich natürlich auch Vielen bei Dank. Ihnen für die Verlängerung bedanken, aber auch nochmal ganz extra für die Kollegin, die ich heute hier vertrete. Das ist die Frau Dr. Burgbacher, die wir schon in die Elternzeit verabschiedet haben. Herzlichen Dank, Astrid. Das war eine sehr gute Vorbereitung und sehr viel Arbeit, die da in das Projekt gesteckt wurde. Das freut mich und das würde ich an dieser Stelle gerne nochmal betonen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Hohmeier. Vielen Dank. Haben Sie eine Nachfrage an Frau Hohmeier? Dann bitte kurz in den Chat schreiben oder sich zu Wort melden. Frau Hohmeier, in der Zeit ganz kurz eine Frage von mir. Sie wollen mit der Stadt zusammenarbeiten, hatten Sie nochmal gesagt. Wir hatten das am ersten Tag auch schon bei einem Pitch. Können Sie nochmal Tipps geben, weil die Zusammenarbeit von Hochschulen und Stadtmarketing hat ja ganz unterschiedliche Interessen. Was wären so Hinweise für Kolleginnen und Kollegen, die auch sagen, wir möchten mit unserem Standort gemeinsam Marketing machen? Wenn Sie da ganz kurz ein paar Tipps hätten. Also bei uns war das natürlich sehr einfach, weil wir einfach diese historisch gewachsene Beschäftigung mit dem Frieden aufgreifen konnten. Wir haben in Münster sowohl ein Friedensbüro, was inzwischen mit einer halben Stelle von der Stadt finanziert wird, als auch ein Wissenschaftsbüro. Ich denke, das Orientieren an den vorhandenen Strukturen ist einfach wichtig. Bei der Stadt gibt es, denke ich, einfache Anknüpfungspunkte, die es fast in jeder Stadt gibt. Das sind zum einen natürlich diese Art Wissenschaftsbüros, aber das können genauso gut zum Beispiel die Personen sein, die für städtische Partnerschaften zuständig sind, die für bestimmte Themen in der Stadt zuständig sind. Also ich denke, es ist immer sehr schwierig, wenn man ganz Neues einbringt. Gerade in so Traditionsstädten wie Münster ist es sinnvoll, sich zunächst anzugucken, wo sind die Dinge, die immer schon da waren, um dann neue Synergien zu schaffen. Das kann ich nur anempfehlen. Okay, vielen Dank, Frau Hohmeier. Auch Sie sind nachher noch erreichbar sozusagen für weitergehende Fragen. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihren kurzen Input und möchte zum nächsten Projekt jetzt überleiten. Und zwar gehen wir jetzt an eine technische Hochschule, was ich am Anfang auch schon anmoderiert habe, und zwar an die TH Deggendorf und an das hochspannende Themenfeld Künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen, Frau Seffer. Sie sind schon da. Frau Seffer ist sozusagen zu sehen und zu hören. Wir sind gespannt auf Ihren Input, Frau Seffer. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich möchte die nächsten Minuten nutzen, um einmal kurz die Hochschule, Technische Hochschule Deggendorf vorzustellen und dann auch und ihre Spezifitäten und dann auch das Projekt, das wir in den Ideenwettbewerb eingebracht haben. Wir freuen uns natürlich, dass wir als erste Hochschule für angewandte Wissenschaften dies in diesem Jahr zu den Preisträgern des Ideenwettbewerbs gehören. Die Technische Hochschule Deggendorf ist eine noch recht junge Hochschule mit etwa 25 Jahren. Wir sind zwischen der Donau und dem Bayerischen Wald gelegen. Mittlerweile studieren aber tatsächlich auch schon 7.000 oder mehr als 7.000 Studierende an unserer Einrichtung, von denen etwa 20% internationale Studierende sind. Mit unserem Beitrag zum Ideenwettbewerb möchten wir auch darauf aufmerksam machen, dass der Forschungsstandort Deutschland auch bedeutet, dass hier hochspannende, anwendungsorientierte Forschung betrieben wird und dass man auch abseits der urbanen Ballungszentren mit teils exzellenter wissenschaftlicher Infrastruktur spannende und erfolgreiche Forschung betreiben kann vor Ort und vor allen Dingen, wenn dann direkt vor Ort noch der Wissens- und Technologietransfer in der Region wirkt. Die Technische Hochschule Deggendorf ist eine forschungsstarke Hochschule. Wir betreiben mittlerweile 10 Technologieanwenderzentren, die TC und einen Gesundheitscampus in Regionen mit besonderem Handlungsbedarf im ländlich geprägten Bayern. Vor Ort arbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Einrichtungen der TC direkt mit Partnern zusammen. Diese TC sind außerdem auch überregional und international vernetzt. So findet beispielsweise am TC Teisnach im Landkreis Regen einmal im Jahr ein internationales Optik-Symposium statt, das durch die International Society for Optics and Photonics, die SPIE, unterstützt wird.
Außerdem gehören zu TAD 7 weitere Forschungsinstitute, die den Fakultäten zugeordnet sind. Mit unserem Projekt AI Clash oder Clashing Approaches to Artificial Intelligence Finding New Ideas möchten wir dafür werben oder dazu anregen, besser gesagt, in dem viel diskutierten Forschungsbereich künstliche Intelligenz ganzheitliche interdisziplinäre Fragestellungen zu entwickeln und diese auf konkrete Anwendungsfelder zu übertragen, um auch eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz anstreben zu können. Unsere Idee ist es, tatsächlich gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unserer Hochschule, die sich mit der Thematik künstliche Intelligenz befassen, zusammenzubringen mit internationalen Nachwuchsforschenden, die offen sind, sich auf Neues und Ungewöhnliches einzulassen, nämlich die Kreativitätstechniken der Methode Design Thinking. Denn Design Thinking ermöglicht und erwartet eigentlich auch einen Perspektivwechsel, dass man bereit ist, sich tatsächlich auf die Perspektive der Zielgruppen einzulassen. Davon erwarten wir uns bzw. die Forschenden in diesem Bereich, dass neue, innovative, interessante und interdisziplinäre Forschungsfragen entwickelt werden können. Die Anwendungsbereiche, die für unsere Hochschule interessant sind, sind zum einen autonomes Fahren, Elektromobilität, Automatisierung, Industrie 4.0 und Gesundheitstechnologien. Für uns ist die Teilnahme am Ideenwettbewerb als Hochschule für angewandte Wissenschaften tatsächlich der Auftakt, dass wir uns strategisch mit dieser Thematik internationales Forschungsmarketing auseinandersetzen. Wir haben im Vorfeld zunächst uns mit dem Forschungs- und Entwicklungsservice der Hochschule gemeinsam mit dem Hochschulmarketing und der Wissenschafts- und Hochschulkommunikation zusammengefunden und überlegt, wie wir dieses Thema angehen könnten. Und wir sind dann auch relativ schnell darauf gekommen, uns tatsächlich mit dieser Thematik künstliche Intelligenz auseinanderzusetzen, die auch immer stärker an unserer Hochschule vorangetrieben wird. Und wir sind dann auch Forschende zugegangen, die zu diesem Thema arbeiten, was sie gern machen möchten. Und wir sind dann darauf gekommen, dass es tatsächlich darum geht, sich international auch besser zu vernetzen und auch tatsächlich internationalen Nachwuchs auf die Hochschule mit, also diese angewandte oder Hochschule für angewandte Wissenschaften aufmerksam zu machen. Und sind dann relativ schnell bei der Idee des Design Thinking Workshops gelandet oder mehrere Workshops besser gesagt. In Zeiten von Corona ist es tatsächlich eben auch für uns jetzt die Herausforderung und wir hoffen, dass wir dann im nächsten Jahr das vis-à-vis durchführen können, weil es tatsächlich eine Methode ist, die an 2 Tagen eine intensive Vor-Ort-Zusammenarbeit eigentlich verlangt. Deswegen hoffen wir sehr, dass wir dann im nächsten Jahr das dann auch internationale Nachwuchsforschende einladen können. Das war's kurz zu unserem Projekt und zu unserer Hochschule. Für Fragen stehe ich dann auch gemeinsam mit unserem Vizepräsidenten für Forschung und Wissenstransfer, Professor Dr. Andreas Cemba, zur Verfügung, der heute auch da ist. Danke. Frau Seffer, erstmal für die erste kurze Darstellung und auch nochmal klarzumachen, welches Netzwerk auch Ihre Hochschule eingebunden ist. Sie haben selbst im Grunde eben ein Stichwort genannt, was ich sehr spannend finde. Sie wollen ja internationale Nachwuchsforschende anziehen und die Erfahrung zeigt ja, dass die Hochschulen für angewandte Wissenschaften nicht so bekannt sind in vielen Ländern, dass also sozusagen dort die Universitäten im Fokus stehen. Das ist ja für die Hochschulen für die angewandten Wissenschaften nicht ganz einfach international. Wie gehen Sie denn davor in der Kontaktierung dieser internationalen Forschenden, um auch ihr Profil, ihr spezielles, interessantes Profil bekannt zu machen? Also zunächst wollen wir tatsächlich in der Vorbereitung dieses Workshops und in der Vorbereitung der Einladung mindestens unseren Internetauftritt auch in Bezug auf diese Thematik noch optimieren, verbessern, dass es einfach auch sichtbarer wird auf der Website. Und dann soll eigentlich die Einladung oder die Ansprache der internationalen Forschenden so eine Mischung sein, aus einerseits Netzwerke zu nutzen von Forschenden, die bereits bei uns sind, und zum anderen wollen wir aber schon auch einen offenen Call tatsächlich machen.
Okay. Genau. Vielen Dank erstmal für diese ersten Hinweise. Wir freuen uns auch nachher auf das Gespräch mit Ihnen, dass Sie für weitere Fragen zur Verfügung stehen. Und deshalb bedanke ich mich erstmal bei Ihnen, Frau Seffer, und leite zum nächsten Projekt über. Und zwar verlassen wir jetzt die Welt der Hochschulen, die wir bisher hatten, und gehen in die außeruniversitäre Forschung. Und zwar gehen wir jetzt an das Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf. Und das Projekt heißt Coffee with Max Planck. Und ich begrüße ganz herzlich Sophie Helena Zwacker. Mögen Sie Ihre Kamera anschalten und Ihr Mikro, Frau Zwacker? Ja, gut. Wenn Ja, mich alle sehen wunderbar. und Vielen hören Dank. können, dann sehr gut. Genau, mein Name ist Sophia Zwacker. Ich bin Referentin des International Office in der Abteilung Forschungskoordination am Max-Planck-Institut für Eisenforschung. Wir sitzen in Düsseldorf und an unserem Institut sind, das vielleicht kurz vorab, etwa 2/3 unserer 250 Wissenschaftler aus dem Ausland, aus über 30 Ländern. Genau, unsere Forschungsmarketingstrategie Coffee with Max Planck, Research Opportunities at the MPAE, baut auf dem Netzwerk unserer Wissenschaftler und Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen auf und möchte dieses Netzwerk sichtbar machen und für die Nachwuchsgewinnung nutzen. Unser Ziel ist es, vor allem die Sichtbarkeit unseres Instituts zu erhöhen unter Nachwuchswissenschaftlern an führenden europäischen Universitäten. Wir planen deswegen eine Eventreihe, die Coffees with Max Planck, an 7 führenden europäischen Universitäten. Und diese Events sind Lunchtime-Seminars. Die finden zur Mittagszeit statt. Und zwar soll es so ablaufen, dass ein Gruppenleiter oder eine Gruppenleiterin unseres Instituts einen Vortrag hält zu einem Forschungsthema, das im Vorhinein mit den Universitäten abgestimmt wurde. Der Vortrag der Gruppenleiter wird dann eingeleitet durch unsere Pressereferentin und mich, in der wir unser Institut vorstellen. Teil der Vorstellung ist dann auch ein neuer 3-minütiger Imagefilm, der vor allem unsere internationalen Nachwuchswissenschaftler zu Wort kommen lässt. Im Anschluss an die Events gibt es dann Zeit für Diskussionen. Das heißt, der Kaffee soll nicht nur physisch vor Ort sein, sondern auch sinnbildlich stehen für eine gemütliche, aber auch anregende Atmosphäre, die wir uns für diese Events wünschen. Die Teilnehmer der Events, die Nachwuchswissenschaftler, haben dann auch die Gelegenheit, sich auf einen Travel Award für ein Invited Seminar an unserem Institut zu bewerben. Es werden insgesamt 7 Travel Awards vergeben, also einer pro Universität. Und die Travel Awards haben einen Wert von 1.000 € für die Nachwuchswissenschaftler ist die Auszeichnung zum einen natürlich karrierewirksam und wertet den CV auf. Gleichzeitig haben Sie aber auch die Gelegenheit, selbst Ihr Netzwerk aufzubauen, Mentoring durch unsere Gruppenleiter zu erfahren und auch unsere Forschungsinfrastruktur zu nutzen. Wir planen auch ein Gespräch zum Beispiel mit unserer Karriereberatung. Dann möchten wir natürlich die Nachhaltigkeit unserer Aktivitäten gewährleisten. Das heißt, wir suchen auch den Kontakt zu nichtwissenschaftlichen Einrichtungen der Universitäten, insbesondere den International Offices und den Career Services, damit wir neben wissenschaftlichen oder Möglichkeiten der wissenschaftlichen Kooperation auch Möglichkeiten, die Mobilität zwischen den Einrichtungen auszuweiten, diskutieren können, wie zum Beispiel Praktika, Forschungsaufenthalte etc., dass wir dies zukünftig erleichtern. Wie gesagt, konzentriert sich unsere Eventreihe auf europäische Universitäten. Wenn wir die Events positiv evaluieren, können wir uns aber natürlich auch vorstellen, die international auszuweiten. Gleichzeitig bezwecken oder wünschen wir uns natürlich auch, dass unsere Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen durch diese Eventreihen sensibilisiert werden dafür, dass sie auch Botschafter unseres Instituts sind. Und dass sie somit auch zukünftig
bei Vorträgen auf Konferenzen oder an Universitäten im Ausland einen kleinen Marketing-Aspekt in ihre Präsentation, in ihre Vorträge einführen. Genau, damit wäre ich eigentlich auch schon am Schluss meiner Präsentation. Ist ein bisschen komisch, einfach niemanden zu sehen. Ich würde auch noch mal gerne meinen Kolleginnen aus der Forschungskoordination danken und den Gruppenleitern, die hilfreich waren bei der Konzeptionierung unserer Strategie und natürlich der DFG durch ihr Verständnis, dass sich unser Konzept nicht so dem Zeitplan gemäß durchführen lässt, wie wir gehofft hatten und durch die Verlängerung, die sie uns da gegeben haben. Vielen Dank, Frau Barker. Ich bediene mich jetzt anstelle von Frau Liesbach. Entschuldigen Sie, ja, auch bei uns kann es mal zu technischen Schwierigkeiten kommen. Wir hatten das ja gestern schon, da hatten wir das schöne Bild vom Hausmeister, der uns sozusagen nicht hineinlässt. Und ja, jetzt übernehme ich für Frau Liesbach-Kark und bedanke mich. Eine Frage an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Gibt es Fragen an Frau Barker jetzt aktuell, dann schreiben Sie uns bitte in den Chat oder schalten Sie auch gerne Ihr Mikrofon auf, auch das ist möglich. Ja, ansonsten hatte Frau Diesbach-Kark eine Frage notiert. Jetzt muss ich gerade mich kurz konzentrieren, wo diese Frage steht. Ja, genau hier, Coffee with Max Planck. Frage war, setzen Sie auf Veranstaltungen im Ausland? Travel Awards Pandemie, das war die Frage an Sie. Genau, also momentan durch die Reisebeschränkungen und Versammlungsbeschränkungen ist es nicht möglich. Also wir gehen nicht davon aus, dass wir jetzt augenblicklich Events an europäischen Universitäten durchführen können. Deswegen sind wir dankbar dafür, dass der Projektzeitraum um ein Jahr verlängert wurde. Gleichzeitig überlegen wir oder sind offen auch für eine teilweise Digitalisierung unseres Konzepts. Also wir schauen da ein bisschen, was wäre denn machbar, auch wenn wir natürlich hoffen, dass sich alles wieder wie gehabt durchführen lässt. Man weiß es nicht. Ja, das wissen wir alle nicht. Wir werden das alle miterleben. Vielen Dank, Frau Quarker. Also auch Sie stehen ja im Anschluss dann noch in den Räumen zur Verfügung. Und dann übergebe ich jetzt wieder an Frau Liesbach-Kark. Herzlichen Dank. Gut, ich schalte meine Kamera aus. Jetzt bin ich wieder online. Sie hören mich? Ja, vielen Dank, Frau Zwarka. Vielen Dank auch für Ihre Geduld. Ich bin jetzt wieder online. Habe kurz das System verlassen. Vielen Dank an meine Kollegin. Und ich führe jetzt an die nächste Preisträgerinstitution weiter, und zwar auch eine außeruniversitäre Forschungsinstitution. Das ist das Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Und dort stellt uns gleich Frau Ziem das Projekt Connecting Future Leaders in Research in Education vor. Ich sehe Frau Ziem schon. Frau Ziem, hören Sie mich auch und sind Sie mit dem Mikro verbunden? Ja, ich hoffe. Sprechen Sie einmal kurz, damit wir... Wunderbar, dann schalte ich meine Kamera auf und freue mich auf Ihren Input, Frau Ziem. Wunderbar, wir hören Sie. Ja, guten Tag auch von mir. Vielen Dank, dass wir unser Preisträgerprojekt Connecting Future Leaders in Research and Education hier vorstellen dürfen. Mein Name ist Jeanette Ziem vom DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Wir werden mit dem Preisgeld ein Stipendienprogramm ins Leben rufen, mit dem wir die internationale Sichtbarkeit des DIPF erhöhen möchten. Und gleichzeitig möchten wir dadurch den wissenschaftlichen Nachwuchs fördern. Dafür werden wir die Ausschreibung für die Stipendien gezielt bei unseren bereits bestehenden internationalen Kooperationspartnern platzieren, die diese dann bei ihren herausragenden Nachwuchsforschenden bekannt machen werden. Dadurch ist zum einen eine hohe inhaltliche Passung der Bewerbenden gewährleistet und zum anderen kennen und schätzen unsere internationalen Kooperationspartner des DIPF und können dadurch ein
eine Bewerbung auf so ein Stipendium bei uns wärmstens empfehlen. Das Stipendium beinhaltet dann konkret die finanzielle Förderung eines bis zu 3-monatigen Aufenthaltes bei uns am DIPF in Frankfurt am Main oder in Berlin, sowie eine enge inhaltliche Betreuung durch ein Mentoring, das von einer Professorin oder einem Professor des DIPFs übernommen wird, sowie ein Peer-Programm mit einem Postdoc bzw. fortgeschrittenen Promovierenden. Bei dem Matching dieser Triade ist natürlich die inhaltliche Passung der Forschungsinteressen das wichtigste Kriterium. Das Ziel ist besonders für die Peer-Tandems eine langfristige Kooperation zu initiieren, die sich dann in gemeinsamen Publikationen und Forschungsvorhaben manifestieren soll. Darüber hinaus haben die Gäste während ihres Aufenthaltes natürlich Zugang zu sämtlichen Infrastrukturen des DIPFs, die Bibliotheken, Datenbanken, Archive, unsere Laborstruktur etc. umfassen. Und natürlich haben sie auch Zugang zu einem sehr großen Netzwerk an international renommierten Expertinnen und Experten in Bildungsforschung und Bildungsinformation. Das DIPF fördert die Nachhaltigkeit der durch Connect entstehenden Kooperation, indem Wiedereinladungen, aber auch Aufenthalte der Peers an den Heimatinstitutionen der Gäste unterstützt werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auch für die Förderung natürlich. Es kann sein, dass ich gleich aufgrund technischer Probleme rausfliege. Team, deshalb machen wir jetzt ganz schnell, damit Sie noch bei uns sind. Erstmal natürlich auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bitte. Genau, habe ich eben auch gemacht. Also es funktioniert. Wenn Sie eine Frage jetzt an Frau Ziem haben, bitte geben Sie diese in den Chat ein. Sie steht natürlich nachher auch zur Verfügung. In der Zwischenzeit stelle ich auch wieder eine Frage. Sie haben das jetzt betont, auch dieses Peer-System. Wie schätzen Sie das ein in Ihrer Institution, Frau Ziem? Wie ist dieses Projekt strategisch eingebunden, beziehungsweise wie wird es bei Ihnen auch im Institut wahrgenommen? Das ist ja auch ganz wichtig für fürs interne Marketing sozusagen. Genau, ja. Also das wird im Institut sehr positiv wahrgenommen, weil mit dem Programm auch eine strukturelle Einbindung in das Gesamtinstitut vorgesehen ist. Und bisher ist es so, dass so Auslandsaktivitäten, Gastforschende häufig an eine Abteilung angebunden sind und da so auch da nur sichtbar sind. Und mit dem Programm Connect wurde auch ein Arbeitskreis gegründet, der die Einbindung in das komplette Institut ermöglichen soll, sodass auch Kooperationen, von denen man nicht direkt wüsste, dass das vielleicht sinnvoll ist, die sich aber dann dadurch ergeben können, dass es einfach einen intensiven Austausch auch abteilungsübergreifend gibt. Das ist ja oft auch der Effekt dann, dass man durch so ein externes Projekt tatsächlich das interne Netzwerk und auch die Bekanntheit der verschiedenen Aktivitäten nochmal verstärken kann, intern, was ja häufig, wenn jeder für sich agiert, gar nicht so gegeben ist, ne? Vielen Dank, Frau Ziem, ja. Wir hoffen, Sie bleiben weiter online, uns erhalten sozusagen, und Sie stehen nachher auch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank in diesem Moment erstmal. Und jetzt würde ich gern das nächste. Das achte Preisträgerprojekt ankündigen. Und zwar ist das auch ein außeruniversitäres Institut. Das ist nämlich das Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration in Berlin. Und dazu wird uns einige Stichworte Frau Julia Fedorowitsch geben. Ich sehe Sie schon. Frau Fedorowitsch, Sie hören uns auch? Ich höre Sie nämlich im Moment noch nicht. Ah, wunderbar. Dann freue ich mich auf Ihren Input. Vielen Dank. Ich heiße Julia Fedorowitsch und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Marketing und Business Development am Fraunhofer IZM, Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration der Elektronik. Unser Institut entwickelt nicht nur innovative Technologien im Bereich Mikroelektronik, aber auch erkennt die neuesten Trends und fokussiert sich auf die Bereiche wie Open Innovation und Knowledge Management. Und zu diesem Zweck wurde der Mikroelektronik-Block RealEZM unter dem Link blog.ezm-fraunhofer.de konzipiert.
Real ECTM ist eine Online-Kommunikationsplattform, die den Austausch über aktuelle Forschungsthemen ermöglicht, sowie Einblicke in die Entwicklung bahnbrechender Technologien aus vielen verschiedenen Disziplinen der Mikroelektronik gewährt. Die Beitragenden oder Blogger sind unsere renommierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fraunhofer ECTM sowie externe Fachleute, die auf ihrem Feld hochspezialisiert sind und exklusive technologische Einblicke teilen. Das Konzept der Plattform ermöglicht einen globalen digitalen Wissensaustausch sowie erhöht die Bedeutung und Sichtbarkeit von Forschungsschwerpunkten und Forschungseinrichtungen auf internationaler Ebene für Industrie und für Wissenschaft. Und neben der Image-Informations- und Kommunikationsfunktion spielt Real ECTM auch die soziale Rolle, die durch einen Wissenstransfer zum Wohl der Gesellschaft gekennzeichnet. Auf der Industrieebene ermöglicht der Blog eine Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb des Instituts sowie die Partnersuche und Partnerbindung zu den weiteren Projektanstoßen. Diese Plattform soll alle Gruppen der Öffentlichkeit ansprechen, Partner aus der Industrie und Wissenschaft, aktuelle und potenzielle Mitarbeiter der Branche, Studenten sowie allgemeine Interessenten. Und um diese Plattform zu bauen und für ein breites Spektrum potenzieller Mitwirkende oder Follower zu promoten, werden die IT- sowie mehrkanaligen Online- und Offline-Kommunikationsmethoden eingesetzt. Und wir freuen uns sehr auf Ihre Leserschaft und Ihr Interesse an Mikroelektronik in unserem Blog Real ECTM. Und um sich einen Eindruck zu verschaffen, verwenden Sie den QR-Code oder den Link auf der Folie. Und abschließend würde ich mich die DFG sowie das BMBF für diese Möglichkeit bedanken, unseren Blog Öffentlichkeit vorzustellen und die Mittel zur weiteren Entwicklung des Projektes zu bekommen. Vielen Dank. Eine Nachfrage gleich. Natürlich, Sie wollen einen Blog aufbauen und für Bloggen, was ist Ihr Eindruck? Haben Sie genug Leute, die auch schon Blog-Erfahrung haben? Wollen Sie Workshops anbieten, um Blogger und Bloggerinnen auszubilden? Denn das ist ja nochmal eine ganz spezielle Art der Kommunikation, um diesen Blog überhaupt erfolgreich zu machen. Leider in diesem Bereich haben wir noch keine. Wie bitte? Leider in diesem Bereich haben wir noch keine richtige Erfahrung. Aber für die Konzeptionierung und Umsetzung des Projektes ist unsere Abteilung Marketing und Geschäftsfeldentwicklung des Fraunhofer ECTM verantwortlich. Und für den gesamten Erfolg der Plattform ist auch jeder einzelne Mitarbeiter des Instituts mitverantwortlich. Und unsere Testversion läuft schon und bisher haben wir schon sehr gute Ergebnisse erreicht. Ja, vielen Dank, Frau Fedorowitsch, erstmal für diesen ersten Eindruck auch in Ihr Projekt. Und auch für Sie gilt ja, nachher stehen Sie noch für Fragen, Nachfragen auch zu Ihrem spannenden Projekt zur Verfügung. Und das waren sozusagen die aktuellen Preisträger und Preisträgerinnen der Ausschreibung 2019. Wie gesagt, die festliche Preisverleihung mit dem Bundesministerium wird nachgeholt. Das kann man natürlich virtuell jetzt gar nicht machen und das wollen wir auch nicht. Mir bleibt jetzt noch ganz kurz auf die nächste und letzte Runde des Ideenwettbewerbs Internationales Forschungsmarketing hinzuweisen. Es werden Preise wieder ausgelobt, 3x100.000 € und 6x25.000 €. Und die Ausschreibung kommt wahrscheinlich Mitte Juni bis Mitte November 2020. Das erstmal als ersten Hinweis, aber Sie können sich natürlich auch auf der Seite DFG Forschungsmarketing genau nochmal über die Fristen informieren. Wir wollen natürlich heute keine Preisverleihung machen, aber wir wollen trotzdem etwas festlich werden. Und deshalb bitte ich jetzt alle 8 Preisträgerinnen, die jetzt online waren, bitte schalten Sie doch einmal alle nochmal Ihre Kamera auf. Wir haben Sie einzeln gesehen und wir würden Sie jetzt gern nochmal als Gruppenbild sehen. Deshalb nochmal der Wunsch an Frau Fedorowitsch, Frau Zwarker, Frau Ziem, Frau Stempfle, voilà, Frau Mangelkramer, Frau Seffer, alle die, die da waren,
Frau Sommer, bitte schalten Sie alle nochmal Ihre Kamera auf. Wir möchten Sie alle nochmal in Gruppe sehen, weil Sie ja so eine tolle Auszeichnung erhalten haben. Ich warte noch mal ein bisschen. 3, 4, 5, 6. Es fehlt noch. Es fehlen noch welche. Vielleicht die anderen, die uns noch hören, würden Sie kurz noch mal Ihre Kamera bitte anmachen. Damit wir, ja, wunderbar. Frau Fedorowitsch ist jetzt auch noch mal da. Und da wir, wie gesagt, nicht zusammensitzen, möchte ich natürlich Ihnen einen Blumenstrauß verleihen, sozusagen virtuell. Und wir haben natürlich alle einen Blumenstrauß. Bitte halten Sie doch mal Ihren Blumenstrauß als Preisträgerin in die Kamera, damit alle virtuellen Zuschauer und Zuschauerinnen das sehen können. Ich schalte jetzt meine Kamera aus, weil ich keine Preisträgerin bin und wir nur Sie sehen wollen. Und das ist, wenn das kein Moment für ein Foto ist, machen Sie doch alle einen Screenshot, denn dann sozusagen haben Sie die Preisträgerinnen und Preisträger alle auf einem Screen zu sehen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Viel Erfolg bei den Projekten, bei Ihren Work in Progress, bei Ihren ganz vielen Ideen, die Sie uns dargestellt haben. Und wir werden Ihnen natürlich nachher dieses wunderbare Foto zuschicken per Mail, damit Sie sozusagen eine schöne Erinnerung an diese virtuelle Blumenübergabe haben. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir treffen Sie nachher in den Räumen wieder. Vielen Dank, dass Sie sich auch darauf eingelassen haben, sozusagen einen Blumenstrauß uns zu zeigen, den Sie bekommen haben. Denn das wollen wir ja auch ein bisschen digital und analog verknüpfen. Das war ja auch unser Ziel. Toll, dass Sie dabei waren.